Servus Leute, was geht? Ich bin Tico Ramazzotti und willkommen auf Miesepunch TV. Ja Freunde, heute, wir haben Silvester, ich habe morgen leider Frühschicht, aber ich sehe gerade, Lelano und featuring Trippy Boy haben einen kleinen Song getroppt, der ist Broke. Ich bin gespannt, also legen wir direkt los. Lelano, Broke. Ihr seid alle broke, Rex auf meinem Schoß und auf den Scheinen sitzt ne Ho. Fass sie an die Titten, pass sie danach zu meinem Bro. Dein Girl macht auf treu doch like. Alter, man muss einfach sagen, also der letzte Lelano-Song, wo ich drauf reagiert habe, war auch schon heftig. Hat, glaube ich, 84 Daumen nach oben. Also danke dafür schon mal. Er hat sogar mein Video kommentiert, was mich sehr gefreut hat. Also krass, wenn man von Künstler wie Lelano halt. Dass der das Video gesehen hat von mir, das finde ich übelst krass. Und geht direkt da weiter, wo er aufgehört hat. Also seine Stimme, ich feiere seine Stimme abnormal, weil das ist irgendwie so eine. Mittlerweile ist das einfach so. Man bekommt gute Laune, wenn man einen Lelano hört und das ist echt heftig. Der Test in meine Post, halbe Mio-Konto stand die Uhr ist eingefroren. Jeder deutsche Trapper, den ihr kennt, der ist mein Sohn. Guck, ihr habt verloren, ihr seid alle Bro. Und sie haben gelacht, jetzt die Augen voller Angst. Wer ist dieser Lano und was macht er mit dem Land? Woher ist das Geld und der. Also, man muss wirklich sagen, der Beat ist nice. Da hat wieder derjenige, wo den Beat gezaubert hat, was echt Gutes gemacht, sage ich mal. Also, das ist so ein klassischer Piano-Beat, sage ich mal. Das ist mir so. Keyboard, finde ich, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus damit, weil ihr gesagt, ich bin kein Musikexperte. Nichtsdestotrotz reagiere ich auf den Song drauf, weil es ist meine Meinung, er müsste meine Meinung sein, aber sehr schöner Beat. Designer shit im Schrank, alle machen Auge, Bruder, international. Was ist Haus und Job und warum klingt der Typ so gut? Warum Ananas und in der Fresse zwei Tattoos? Warum schickt mein Mädchen diesem Typen ständig Nudes? Warum höre ich diesen Song schon wieder nur im Loop? Also, er hat sich flowtechnisch so gesteigert, wenn ich mir Falter Supreme anhöre oder so. Das sind Welten. Das sind Welten. Also, Props an Lelano, Newcomer des Jahres für mich, abnormal, also heftig. Ihr bleibt alle Bro, ihr bleibt alle Bro. Egal was ihr macht, ich schwöre, ihr bleibt alle Bro. Ihr seid alle Bro, ihr seid alle Bro. Egal was ihr macht, ihr seid alle Bro. Also, Trippy Boy hört sich mit dem Autotune so heftig an. Also das feiere ich auch abnormal an Trippy Boy, seine Stimme und so mit dem Autotune. Es gibt wenige Leute, die ich feiere mit Autotune, aber er gehört definitiv dazu, ohne Scheiß. Ich schwöre, ihr bleibt alle Bro, ihr bleibt alle Bro, ihr bleibt alle Bro. Egal was ihr macht, ich schwöre, ihr bleibt alle Bro, ihr bleibt alle Bro, ihr bleibt alle Bro. Egal was ihr macht, ich schwöre, ihr bleibt alle Bro. Nice Hook, wenn das die Hook ist, also hört sich an wie ein Hook, also sehr musikalisch. Die beiden sind einfach musikalisch, wer das noch nichts eingesehen hat, der dem kann ich auch nicht helfen. Ihr seid alle broke, ihr seid alle broke. Egal was ihr macht, ich schwöre, ihr bleibt alle broke. Alter, der Beatwechsel jetzt hier mit der schönen Melodie, mit dem wir sind alle broke und das hört sich so gut an. Das hört sich so krass gut an. Ich bin, wie gesagt, Newcomer des Jahres für mich auf jeden Fall. Daumen nach oben, Lelano. Gerade einen Daumen nach oben geben, Ananas, der Squad. Sie können mich nicht ficken, check Lelano in den Charts. Alle meine Worte und Versprechen wurden wahr. Von jedem großen Label mittlerweile ein Vertrag. Jeder will mich haben und ich habe es euch gesagt. Designer Einkaufstüten liegen. Labels sind mittlerweile auch auf ihn aufmerksam geworden. Ich freue mich für ihn, dass er es geschafft hat, als YouTuber, sage ich mal, sich zu etablieren in der Musikszene. Und ich hoffe, er bringt auch mal ein Album raus. Das würde ich sehr, sehr feiern, ohne Scheiß. Viele in der Ecke. Sag mein, ich hab mein Bankkonto nach oben und kein Ende. Handy ist von Samsung, doch ich kauf noch eins von Apple. Fick mal alle Trends, weil es gibt neue, die ich sette. 10 Monate Lelano, ich mag jetzt, sag mir, wer mehr macht. Gucci, Prada, Louis, früher hatte ich nur 10 unter. Balenciaga, Speed, ich kauf bei Farfetch, ich komm den Neon an. 2019. Textlich finde ich das auch sehr nice. Er hat so seinen eigenen Humor, die er in seinen Texten immer wieder widerspiegelt. Und es ist einfach krass, was der geleistet hat dieses Jahr. Mittlerweile 227.000 Abos und jeder Song geht durch die Decke. Das schafft nicht viel in Deutschland. Vor allem nicht, wenn man YouTuber ist. Mittlerweile ist er ja Musiker, aber selbst Rapper, die relevanter sind, haben von Klickszahlen her
manch so krasse Klicks wie Lelano. Da muss man auf jeden Fall mal supporten. Yo, Leute, ich bin Strippy Lelano, ich grad bisschen so vorbei, ist nicht schlimm, weil ich bin sauf. 2019 wird ein brutales Jahr, 2018 war auch brutal, aber war noch brutaler. War brutal, Digga, war einfach brutal. 2018, wir haben alles abgerissen. Ja, wird brutal. Ich bin so gespannt, was da kommen mag. Vielleicht ein Collabo-Album finde ich auch nice von den beiden. Das wäre heftig. Alles. Und 2019, wir ficken Deutsche am Neuem. Wir haben jetzt die Weichen gelegt, ihr wisst Bescheid. Jetzt geht's los am Neuem. MSS Squad. Ey, MSS Squad. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich habe einen Zweitkanal gemacht, der heißt MusiPunch TV 2, also einfach die Zahl 2. Kann man gerne mal abchecken, dort kommt Content wie Vlogs, sehr persönliche Sachen und so. Also gerne mal abchecken, könnt euch den Kanal gerne verlinken in meiner Beschreibung. Da mache ich jetzt, bin ich zurzeit sehr aktiv, also im Januar. Ich habe jetzt 5 Videos vorproduziert, kann man gerne mal nachschauen. Auch gerne hier auf dem Kanal weiterverfolgen, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr. Bis dann, macht's gut. MusiPunch TV.